Ballycotton ist eine völlig durchgeknallte Band. Man kann nicht sagen, wie es klingt. Es klingt nach allem. Es klingt nach Fantasy. Und das ist auch das Schöne. Es sollte Fantasie sein. Nicht? Es sollte an jeden auch zu Bildern anregen. Die Geschichte ist, Ballycotton ist auch so eine eigene Welt, in die man eintauchen kann, wenn man die richtigen Dinge spürt in seinem Kopf, die richtigen Schlüssel hat zu der Welt. Und wir sind mittendrin in der Welt und leben nirgends anders mehr. Und deshalb machen wir die Musik, die wir machen. An sich habe ich immer gewünscht, eine verrückte Band. Das sind sie eigentlich nicht. Aber jeder macht sehr viel seine Sachen und ist in einer anderen Welt. Ja. Aber wenn man sie trifft, dann springt so dieser Ballycottenflug. Ja. Und dann kehrt man wieder zusammen. Naja. Das Komische bei uns Ballycottoners ist das, dass die Bühne unser einziger Kontakt zur sogenannten Realität ist. Wir leben immer in unserer eigenen Welt und da sind wir dann einmal in der großen Stadt bei den normalen Leuten.